Kannst ja sowieso sagen, was dir passiert ist. Bitte verwenden Sie das werden wir am Level sehen. Nach Anleitung. Das Lichtschwert. Ach, scheiß drauf, verkaufen. Das sind Geschenke. Nee, die bleiben. Leben Sie wohl. Das sieht man doch am Level, dass ich meinen Charakter aus Versehen gelöscht habe. So, ja. Schwerer Trupp. Das funktioniert immer. Ich find's aber praktisch, dass ich meinen alten Charakter aus Versehen gelöscht habe und neu anfangen muss. Die hier drinnen sind gerade Witzfiguren für mich, wo ich vorher mit dem ersten Charakter übelste Probleme hatte. Junge, ich könnte hier ein Vermögen machen. Ob ich vielleicht ein kleines bisschen davon... Was mich eigentlich ja ein bisschen wundert. Du, ich hab eine Attacke, die musste ich vorher öfters einsetzen. Mittlerweile, ich setze sie nur einmal ein und mindestens einer geht davon instant down von den Leuten. Ja, aber warum? Keine Ahnung. Irgendwas anders gemacht haben. Dass ich wirklich an der Rüstung, weil ich jetzt eine ganz andere Rüstung habe als vorher. Aber die Rüstung, doch, die macht ja auch starke Werte hin. Ja, und ich habe ja auch noch hier bei mir Zusätze. Da kriege ich einmal 1% Flashpoint-Belohnung und 0,30% Operationsbelohnung. So eine Erweiterungsteile. Dann habe ich, glaube ich, noch Geld. Ne, XP-Bonus habe ich auf irgendeinem Rüstungsteil. Und das lohnt sich halt. Geschichte? Was ist da? Oh, schon eine Blutkiste. Ach ne, hier ist der Bohrer drin. Mit dem muss ich... Was ist das? Vergrabene Macht? Besessener Jäger... Ne, ich muss doch vergrabene... Zwischengeschoss? Wer möchte gern König? Ach, hier sind ja einige Quests drin. Ich mach erstmal die eine. Aber schon schön der Tempel. Von einem Lichtschwert. Mich nicht gewirkt, dann würdest du noch leben. Ich muss jetzt dahin. Schon besser.
schon besser. Schon wieder ein Schwertgriff. Druidi, da hinten. Ach komm schon, hört doch auf die Situation. Bronziumsohlen der Trandoshana. Gesundheit. Fette, ich glaube, die müssten was für dich sein. 159, 143, vergiss es, ey, die kriegst du nicht mal mit Sklave. So, Tür Nummer 1 ist gesaved. Irgendwie könnten wir auf Cast, glaube ich, endlos lang bleiben, weil die ganzen Nebenquests sind täglich annehmbar scheinbar. Das bedeutet, man wird sie nie los. Ja, weil gefühlt die, die ich vorher hatte, habe ich jetzt schon wieder. Du musst du doch nicht schon wieder machen. Kannst du doch abnehmen. Ich bin auch ganz woanders in der Ecke. Ich habe sie erstmal angenommen, aber ich wusste nicht, dass es dieselbe ist. Ich denke mal, ich muss die sind dann eher nur was, wenn du ein höheres Level bist und hier wieder her. Ja, aber zum Beispiel das, was du mit den Runen meintest, die habe ich heute wieder angenommen. Aus Versehen. Ja, gut. Ich mute mich aber kurz mal. Ja. Wie ihr es sicherlich gehört habt. Ich habe aus Versehen meinen Charakter gelöscht. Hab offscreen jetzt wieder bisher gespielt, soweit wie ich auch mit meinem Main-Charakter war. Und jetzt geht's halt ganz normal weiter. Mit uns legt sich besser niemand an. Du redest das Einzige, was ich eigentlich habe. Hier sind wir sowieso stehen geblieben in der letzten Folge. Hallo Fremder. Mein interner Chronometer sagt mir, dass dieses Hologramm vor genau 963 Jahren erstellt wurde. Haben die Sith wirklich so lange in Furcht vor mir gelebt? Wieso sollten die Sith euch fürchten? So sind die Sith. Ihre Leidenschaften, besonders ihre Furcht, nähren ihre Kraft. Eine Kraft, die noch mehr Furcht verursacht. Wie so viele vor mir forderte ich den Imperator heraus und wurde in diesem Tempel begraben. Zum Glück hatte ich gerade noch genug Zeit, dies hier zu erstellen. Ein interaktives Bild, das meine Geheimnisse demjenigen enthüllt, der mein Grab findet und öffnet. Ich habe euer Grab geöffnet. Dann enthüllt mal. Geduld. Dann wird alles klar werden. Es ist die Art der Sith, die Macht durch mächtige Emotionen zu bündeln. Furcht ist die wichtigste davon. Die Sith zehren von spürbarer Angst. Ich liebe den Geschmack der Furcht. Es ist nur eine Lüge. Furcht ist eine Lüge. Furcht verleiht vorübergehende Macht und Leidenschaft kann leicht manipuliert werden. Wirkliche Stärke entspringt aus der Macht, wenn man sich nicht länger fürchtet. Man kann die Furcht vertreiben, wenn man seine Gier besiegt.
die Gier nach Einfluss, nach Besitz, nach dem Leben selbst und sich von der Macht leiten lässt. Es gibt nur die Macht. Was bedeutet das, es gibt nur die Macht? Genau das. Alles, was es gibt, Leben wie Tod, ist eingehüllt in die Macht. Was ich gelernt habe, lebt nur noch durch dieses Bild und sein Gerät fort. Ich bin jetzt eins mit der Macht, auf ewig und in Frieden. Nehmt sie, bringt meine Lehren zu den Sith. Sie finden Kraft darin, aber eine andere Art, nicht aus der Dunkelheit, sondern aus dem Licht. Die Welt muss erfahren, was ihr gelernt habt. Gut. Die Sith sollten es wissen. Furcht ist nicht der einzige Weg. Was mich betrifft, so ist meine Nachricht vollendet. Ich werde euch jetzt verlassen. Scheiße, ich habe helle Punkte bekommen. Scheiße! Mist! Niemand an. Das stimmt. Lord Parshul. Namen knallert wie Spaghetti.
Sieht richtig nice hier. Das sieht echt geil aus. Wir müssen jetzt abwarten, bis die fertig sind. Vorher kann ich hier nichts machen. Scheiße. Gestorben? Nee, ich habe 50 helle Punkte bekommen. Hab ich auch. Weil ich mich falsch entschieden. Ich habe mich falsch entschieden. Bei diesem Holocron-Typsi? Nee, ich bin ganz woanders. Da hat mich irgendwie ein Typsi beim Vorbeigehen angequatscht. Da wollte, dass ich ein Rebellenlager infiltriere. Okay. Und dann kamen die Rebellen auf mich zu und sie haben gesagt, dass sie das alles oder das ganze Blutvergießen nur gemacht haben, um Sith zu werden. Und dann habe ich halt gesagt, da gab es eine 50-50-Chance, habe ich gesagt, ja. Kotzt mich hier gerade an, ey. Ja, ich bin gerade bei besessener Jäger und ich wollte den jetzt angreifen. Die Typen, die hier drinnen sind in dem Grab, waren vorher auch schon drin und haben den weggehauen und jetzt hauen die den wieder weg. Ich komme gar nicht dazu, den anzugreifen. Scheiße, ey. Jetzt kommt da hinten die nächste. Ich glaube, ich muss gleich wieder reden. Ja. Kotz mich an, Idioten hier. Zehntausend Leben hat der. Holy Macaroni. Pisst euch, ey. Jetzt bin ich dran. Ja. Das kann jetzt dauern, Alter. Deine T-Leck ist aber auf Heiler gestellt, oder? Ja. Ja, der Typ sieht ja 10.000 Leben, den ich gerade kämpfe. Jetzt mischen sich hier Haufen andere mit ein. Kotzen sich an. Aber es wurde für mich geratet. So. Dann haben wir das auch erledigt. Erstmal raus hier. Oh,
Also wenn du das machst mit dem besessenen Jäger oder König oder was auch immer das für eine Quest ist, wenn du die alleine machen willst, lass es bleiben. Da sind zu viele drin, die den dauerhaft klatschen. Wie gesagt, ich habe dir ja das zweite Mal angenommen. Ich muss mir überlegen, wann ich sie mache. Hä, das mit dem Jäger dort in dem Grab hast du schon gemacht? Ja, und heute aus Versehen das zweite Mal angenommen, ja. Und du sagst zu mir, ich rushe? Wow. Hey, das war doch das mit den Tafeln, mit den Runen. Nein, das ist... Hä, ich hab doch gerade gesagt, das mit dem Jäger. Die Quest mit dem Jäger. Besessener Jäger. Das ist aber nicht das mit den Runen. Das mit den Runen ist was ganz anderes. Hm. Na gut. Da ist was anderes. 307 Rüstung, 9% kritischer Treffer, 9 Angriffsschaden, Ausdauer, Beherrschung anziehen. Dann kriege ich die Fett, nämlich den Anzug. Der hat 153, der hat 228, 17 Beherrschung, Ausdauer, Angriff. Kritischer Treffer ist bei der egal. So. Da haben wir das doch. Gab es hier noch irgendwas drin? Nö. Doch, da unten. Der möchte gern König. Muss ich den noch umhauen gehen? Da machen wir halt direkt alles mal hier im alten Tempel der dunklen Macht, würde ich sagen. Wo geht's da hin? Da muss ich sogar hin. Wow. Also die Sklaven, ja, gut, alles klar, Eck. Die Sklaven sind echt irgendwie eine Lachnummer gerade hier drinne. Wagst du es, vor den großen Lord der Sith, Nil Venneris, zu treten, den Meister der immerwährenden Finsternis? Antworte mir, welche Unverschämtheit führt dich zu mir, Sklave? Was? Ihr seht nicht aus wie ein Sith Lord und ihr tragt ein Sklavenhalsband. Was? Fürchtest du mich denn nicht? Du bist keine willenlose Marionette, so wie die anderen? Ich verstehe das nicht. Ich bin noch bei Verstand, im Gegensatz zu manch anderen. Ihr habt recht, ich war nicht bei Verstand, aber jetzt bin ich es. Ich war Teil einer Expedition, die das Imperium in den Tempel der dunklen Seite schickte, um seltsame Aktivitäten zu messen. Doch schon bald haben wir uns verändert. Ich wurde der mächtige Lord Veneris. Die anderen wurden meine gehorsamen Anhänger und Diener. Ihr kommt mir jetzt ganz normal vor. Ja, aus irgendeinem Grund hat der Wahnsinn mich verlassen. Als würde die Macht, die diesen Traum erschuf, an Kraft verlieren. Seltsam, dass ihr nichts davon gespürt habt. Es ist schon seltsam, dass ihr überhaupt hier seid. Ich dachte, das Imperium würde niemanden mehr herschicken. Was genau macht ihr hier? Ich erweise dem Imperium einen Dienst. Die Imperialen haben die Suche nach den kostbaren Daten also doch nicht aufgegeben. Das ist gut. Denn wisst ihr, seit ich wieder bei Verstand bin, habe ich Sorge, dass meine Anhänger an meiner Führungskraft zweifeln könnten. Ich will meine Macht nicht verlieren, ich will kein Sklave mehr sein, aber vielleicht könnten wir einander helfen. Es wäre leicht für mich, euch und eure Anhänger zu beseitigen. Ja, das stimmt schon, nur bin ich der Einzige, der die anderen dazu bringen kann, euch ihre Daten zu geben. Alles, was ich will, ist, dass ihr die Symbole von Lord Veneris Macht findet. Die Leute, die von seinen Feinden besessen waren, haben sie gestohlen.
Die Symbole werden helfen, den Glauben meiner Anhänger an mich zu stärken, sie im Traum festzuhalten. Ich kann für nichts garantieren. Seid vorsichtig. Venerus alte Feinde werden erbittert kämpfen. Ich habe wenigstens wieder 50 dunkle Punkte bekommen. Ich habe es wenigstens wieder ausgeglichen. Warte mal, würde mich eh nicht wundern, wenn du sowieso deutlich mehr als ich hast. Wie viele hast du? Warte mal bitte. Okay. Bin ich doch gerade drin, ich habe doch einen Gefechtspunkt. Das habe ich schon ausgewählt. Konzentrierter Hass, unerschütterlich, tödlicher Gegenspiel. Ja, komm, hört sich gut an. Ich habe nochmal ein paar extra XP. Ich habe dunkel 2267. Und Durchschnitt? Ich hab's gerade wieder zugemacht. Also. Was ist Durchschnitt? Ausrichtung. Ist eine Minuszahl. Minus 1967, weil ich 300 helle Punkte hab. Ich hab Durchschnitt viel, vier oder weniger als du. Da in die Mitte des Raumes muss ich. Ich mein Druidi, da kommt er. Der sieht aus, als ob er was drauf hat. Gestörter Sith-Wüter. Lachnummer. Vielleicht das da. Auch nicht. Sag mal, willst du mich verarschen? um die Daten des Dorian musst du die Symbole der Macht des dunklen Nordnils hinbringen, in der von Dorian Besitz ergriffen hat. Beschaffe die Symbole, blablabla, Tempel der Dunkelheit, Bewohner besessen, bla bla. Da haben wir das erste Symbol. Okay.
Okay, da wissen wir jetzt Bescheid. Da ist der nächste Soldat. Arschloch. Ich meine, wie groß ist denn der Bereich? Leck mich am Arsch, ey. Da kann ich eine lange Suche. Und das nächste. Noch. Und Nummer 3. Was ist das? Koltohülle 3. Alpha-Schlag. Gegenstandswert Anpassung Sprinten. Soll ich jetzt Angst haben? Mein Spionagenetz berichtet mir, dass ihr meine Feinde zermürbt und die verlangten Symbole der Macht gefunden habt. Wir haben eine Abmachung. Die müsst ihr einhalten. Ich hatte sie nicht vergessen. Auch ich war fleißig. Hier sind die Daten, die meine Diener sammelten, bevor der Tempel sie veränderte. Soll das Imperium daraus machen, was es will? Ich bin voll des Dankes. Keine Ursache. Oh, und es gibt noch eine letzte winzige Sache, die ihr für mich tun könnt. Was? Macht ist ohne Untertanen schließlich wertlos. Ich wäre euch also dankbar, wenn ihr den Imperialen bei der Abgabe der Daten raten könntet, weitere Expeditionen zu schicken. Ich werde es in Betracht ziehen. Ich versichere euch, meine Dankbarkeit wird groß sein, wenn ihr mir mehr Sklaven als Anhänger schickt. Ja. Hä? Ich bin schon lange fertig mit reden und du kommst jetzt erst hier rein, du blöde Kuh. Was? Boah, jetzt bestimmt mit den besessenen Sklaven da draußen vergnügt. Mann. So, hier drinnen war nix. Naja, da können wir den Tempel verlassen. Ich will nicht schon wieder kämpfen. So, da haben wir den Tempel auch hinter uns gebracht. Dann können wir ja so langsam nach Drum und Car City gehen.
muss nochmal zur imperialen Flotte reisen. Das auf jeden Fall. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das ist ein Geschenk, das bleibt. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Leben Sie wohl.